Zwei Weltstars, die Könige des Gruselfilmes, präsentieren eine der schauerlichsten Stories von Edgar Allan Poe. Im Todesgriff der Roten Maske. Hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Ja. Und wann? In 2 Tagen ist es soweit. Was gibt's hier? Hier sind Leichenräuber am Werk gewesen. Muss heute Nacht passiert sein. Kein Mensch in ganz England ahnt, wer sich hinter dieser unheimlichen Tarnung verbirgt. Wenn ich einen Mann heirate, Julian, dann möchte ich auch sein Leben mitleben. Ja, ich will alles teilen mit ihm. Ich will nicht, dass es Heimlichkeiten zwischen uns gibt. Daran habe ich gar nicht so sehr gedacht. Ich schwöre es Ihnen, ich weiß es nicht. Dann bist du nutzlos für mich. Was ist? Was hast du? Ein Mann war da eben mit einer roten Kapuze. Ein kleiner Zuschuss für Forschungszwecke. Nichts mehr drin. Kein Tropfen. Lass doch mal sehen, was hinter der Maske steckt. Ich lass dich nicht raus. Erst will ich dein Gesicht sehen. Da ist hier Blut drin. Das Blut einer Londoner Dirne, der man die Kehle geschnitten hat. Wie entsetzlich. Hast du gar keine Angst? Nein, warum denn? Ein Mann, den du nicht kennst, ein Fremder unter einer Maske. Du weißt ja nicht. Dass du dich nicht schämst. Da war doch heute Nacht was mit euch beiden. Na und wenn was gewesen wäre? Im Todesgriff der Roten Maske. Eine grausig-logische Kette von Morden, die bis zum Zerreißen gespannt wird. So ist es gut. Festhalten. Wer ist das da, dieser Männerkopf? Ja, ein Unbekannter, ein toter Mann, den mein Hund mal am Fluss aufgestöbert hat. Ein Mann. Ein Mann. Ein Mann mit einer roten Maske? Ja. Todesgriff der Roten Maske. Hier ist endlich der Horrorfilm in höchster Vollendung. Ein Kinoerlebnis, wie Sie es sich wünschen.